Und hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Micho und willkommen zum neuen Video, Leute, meine Damen und Herren. Bevor wir das Video starten, bevor wir auf der YouTuber-Insel sind, müssen wir miteinander ein bisschen kurz reden, meine Damen und Herren. Also, ihr auch allgemein, sie. Sue und Nava ist irgendwie so auch ein heikles Thema, meine Damen und Herren. Ihr seht ja auch irgendwie, ist es komisch, dass auf dem Thumbnail, dass hier Sue und Nava so, wisst ihr? So, irgendwie die Herzen und so, alles drum und dran, ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber was mir auch noch sehr, sehr komisch aufgefallen ist, das ist vor 2 Wochen gewesen, das hier sieht, so könnt ihr beim Unheil sein. Ist das nicht irgendwie Nava? Also Leute, es ist ein bisschen unscharf, ja, das sieht man auch ganz dolle. Aber, wenn man jetzt hier gleich das eingreist, ich weiß nicht, ob das Nava ist. Und sieht Mira irgendwie nicht böse aus? Also, stellt euch mal vor, das ist mir auch aufgefallen. Was aber auch noch mir aufgefallen ist, wie die auch ein bisschen miteinander im Video so reden oder auch umgehen. Respekt, ich kenne dich noch nicht. Wahrscheinlich bist du eine super tolle Freundin von Rainy, aber ich kenne dich halt nicht. Deshalb, ich muss aufpassen. Vor allem jetzt wegen Shadower und keine Ahnung was. Aktuell passieren sehr, sehr merkwürdige Sachen und dass plötzlich genau in dem Moment jemand Neues hier dazukommt. Verstehst du meine Sorgen? Es könnte alles sein. Es könnte ja irgendwie ein Spion oder sonst was sein oder jemand mit bösen Absichten. Verzeih mir, falls es nicht stimmt, Rainy. Wie heißt du nochmal? Nava. Nava. Verzeih mir, wenn das nicht stimmt, Nava, aber du weißt meine. Du verstehst vielleicht meine Sorge. Vielleicht verstehst du das auch. Sie hat am Anfang so ein bisschen Sorgen gehabt wegen Nava, aber wenn man da ein bisschen reinhört und ein bisschen da guckt und sieht, was Sounds die Shadower gemacht hat, als er Attacken gemacht hat. Ja, als er beschworen wurde, kam dieser Sound. Shadower, mit ihm habe ich eh noch ein Hühnchen zu rufen. So. Und dann kam Nava. Deswegen, also. So. Jetzt hört deswegen habe ich direkt Vertrauen, weil ich war in, weißt du noch, dieser weiße Raum, wo Trida mich raus befreit hat? Okay, genau, aber da. Mit anderen Worten, wenn das wirklich passiert ist, was ich denn natürlich glaube, dann musst du ja in Kontakt zu Mira stehen. Aber ich kenne Mira nicht. Ich weiß absolut nicht, wer Mira sein ist. Oder zu etwas, was wir noch nicht wissen, zu Tobi. Also, vielleicht. So, der erste Eindruck, so, die haben mich nicht gesehen. Nein, was ich auch nur sagen kann. Es muss ja irgendjemand sie auf die. Kann das immer noch? Bei dir ist wie ich halt. Mit der gleichen Frage. Nein, nicht. So, da haben die ein bisschen miteinander geredet, ja? Da war alles Friede, Feuer, Eierkuchen. Aber, was ich nicht verstehen kann, wieso bei dir, bei dem Thumbnail so überall Herzen sind. Ich weiß nicht, ob da irgendwas sein soll oder nicht. So, deswegen reden wir auch gleich mit Sue und Nava. Sue? Hallo. Guck. So, meine Damen und Herren, guck mal. Nein, die sind das jetzt sieht nicht sie zum ersten Mal Nava. Okay, Leute, ich darf gar keine Zeit. Guck mal. Und jetzt nicht mal. Und nicht böse gemeint, ne, Leute? Man sieht, dass der sich durch meine Cam. Aber. Hier ist Sue. Okay, hier oben rechts bin ich. Ja. Guten Morgen. Jetzt habe ich mich doch nicht verguckt. Hallo, Sue. Guck mal, und er lächelt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob der Pro war. Oder neu ist. Aber da steht auch, neues Mädchen auf YouTube ist verliebt. Es kommt alles etwas komisch rüber, Leute. Schreibt auch erstmal gerne unten in die Kommentare, was da steht. Und ich habe unten auch auf die Kommentare gesehen, dass wehe, du betrügst Mira oder Sue macht keinen Betrugsversuch. Also mir ist das alles so komisch und deswegen will ich Sue nicht direkt fragen, ob da was ist. Sondern ich versuche immer mal ein paar Fragen zu machen, wie er Nava findet und alles drum und dran. Und vielleicht kommt mir da ein bisschen auf. So auf Information. Also Leute, dann sehen wir uns gleich direkt auf der YouTube-Insel. Bis gleich. So Leute, erstmal möchte ich gerne mit Sue reden und dann mit Nava. Und was macht Alphasteinchen jetzt hier? Hallo? Was willst du? Was willst du denn hier? Du komisches Wesen. Ja, du bist ein komisches Wesen. Was willst du von mir? Verstehung, geh mal aus dem Weg, Junge, sonst mach ich dich platt, Alter. Komm her, komm. Komm, ich hab. Nein. Okay, das war Spaß, bitte chill. Renn, Junge, komm nicht in meine Stadt, Junge, wenn ich sie nicht erlaube. Ich hab eine Frage an dich, Alpha Steinchen. Meine kleine Frage, es geht um Nava und Sue. Mal so eine rein theoretische Frage. Das mache ich dann später. Meine Frage ist, was hältst du von den beiden? Also, hast du irgendwas bemerkt oder irgendwas gesehen? Das reparierst du auch, Pichter. Was? Wo kommt die Creepers her? Du bist hässlich, du ziehst die Creeper an. Ich bin hässlich! Du bist es! Nein, Spaß! Aua, nein, du tötest die Fische! Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Die Fische werden nicht betroffen, was willst du? Was hältst du von den beiden? Was? Keine Ahnung, hast du irgendwas mitbekommen? Noch nie gesehen. Noch nie? Hast du Nava noch nie gesehen? Nee, ich glaube doch, ein, zwei Mal, ich weiß noch nicht und, so wirklich. Und die beiden irgendwie? Hast du das Gefühl, dass irgendwas bei denen ist?
Wieso? Nee, ich frag dich ja nur. Ich behaupte ja nichts. Bist du eifersüchtig? Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Du Noob. Weißt du was, mit dir kann man einfach nicht reden. Du Hundjunge, warum redest du? Was? Okay, alles klar. Ich habe aber, glaube ich, auch Sue herbestellt und gefragt, wo er also... Ist das Sue? Sue! Sue, bleib doch stehen! Ich habe keine Raketen! Sue! Hey, Bro! Ja, Pista, warum soll ich zu dir kommen? Hey, ich hab eigentlich eine wichtige Mission zu erledigen. Ja, alles gut, Bro. Ey, alles easy. Ich will dich nur ein paar Fragen, also ich will dich nur was fragen, so mäßig. Ja, aber dann lass uns hier mal vom Alpha Tower weg. Pass auf, hinter dir ist noch ein Creeper. Wieso sind hier sind einige... Ja, ich habe schon ein paar Höllenkrieger gesehen. Ich habe gar keine Lust, dass sie mich jetzt bei meiner Mission nerven. Deshalb lass uns mal hier irgendwie weiter weggehen. Ja, vielleicht hinterm Schwert oder so. Ja, klar, Bro. Ey, meine kleine Frage. So, am Rande. Habe ich auch viele Leute gefragt, aber... was hältst du eigentlich von Nava so? Du hast sie ja mal getroffen, ich habe sie auch mal getroffen, so. Was ist deine erste Meinung zu ihr? Was ich von ihr halte? Ja. Also ich sag dir ehrlich, es gab ein paar Momente, wo ich mich schon gewundert habe, was sie eigentlich von mir will, so. Mhm. Irgendwie einige sagen, die hat die gleiche Aura wie ich, dann wollte sie zufälligerweise, was die Drachenwächter angeht, das gleiche Element haben wie ich. Und Ryani sagt die ganze Zeit, dass sie mir helfen will. Also guck mal, letztendlich, mit anderen Worten, alles ziemlich nette Attribute, safe. Aber ihre Absichten habe ich keine Ahnung, was sie da wirklich vorhat. Keine Ahnung. Na ja, klar. Aber ansonsten hat sie einen guten Eindruck hinterlassen, safe. Okay. Ey, das freut mich übelst. Ja, sie hat auch bei mir schon einen ersten guten Eindruck gemacht, weißt du. Ich habe mit ihr geredet. Sie ist ganz nett so, aber... Ja, mit ihr habe ich auch nicht so viel zu tun gehabt. Und meine Frage, hast du irgendwie... Weiß ich ja, keine Ahnung... Hast du es gehört? Komisch. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung, irgendwie eine Tröte. Ist doch egal, erzähl. Ey, ich hab mal eine... Guck mal, die ist ja ein Drache, weißt du, so Drache-Wache-mäßig, weißt du, sie ist eine Drache-Wächterin oder so, glaube ich. Oder ist sie das? Ist guck sie mal, nicht? Du hast ja gar keine Ahnung von unseren Geschichten, von unseren Drachenwächter-Stories, oder? Nee, leider gar nicht. Erzähl mir mal ein bisschen davon. So, das interessiert mich auch übelst. Ja, aber... es ist ein bisschen komplizierter. Eigentlich wollten wir... Guck mal, okay, ist ich das verstehe privat? Das auf ist der einen Seite. Nee, es ist nicht privat. Wir wollen nur aufpassen, dass Sue? Keine falschen... Mira war hier gerade. Hä? Sicher? Ja, egal. Irgendwas habe ich gerade gesehen. Irgendwie habe ich wirklich Mira gesehen. Aber, Sue. Okay. Ich habe mal noch eine Frage. So, hast du irgendwie vor, mit ihr mehr was zu machen? So, weißt du? Weil sie wurde von Drachenmutter, also von der Drachenfrau oder der Drachenmutter herbestellt. Und das passt ja auch zu euch. Von welcher Mutter? Von deiner Mutter? Nicht von meiner Mutter, von der Drachenmutter. Wurde sie herbestellt. Wer ist denn die Drachenmutter? Was ist denn jetzt schon wieder los? Weißt du Sachen, die ich nicht weiß, oder was? Ja, also von der Drachenmutter, Bro. Sie war von der Drachenmutter herbestellt und keine Ahnung, irgendwie zu helfen. Und ach so, herbestellt, als ob sie so Pizza-Lieferant ist, oder was? Ja, aber jetzt mal, warum, eine Frage, warum weichst du meine Fragen aus? Ach so, nee, frag, was war, ich hab das nur nicht verstanden, weil du irgendwas mit Mutter gesagt hast. Deshalb hat mich das so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Was war nochmal genau deine Frage? Also, hast du irgendwie vor, mehr was mit ihr zu machen? So, weil sie ja auch von der Drachenmutter herbestellt ist, so eine Drache, keine Ahnung. Und dann ist halt auch Drachenwächter, irgendwie passt das so zu euch, weißt du, wie ich das meine? Ja, so safe, wenn sie uns da unterstützen kann und helfen kann bei dem Thema Drachenwächter, dann safe, warum nicht? Okay, das ist stark, ehrlich, wirklich, finde ich übel stark. Also solange sie mir nicht in die Quere kommt und wirklich keine bösen Absichten hat, dann habe ich kein Problem damit. Woher kommen die Creeper eigentlich die ganze Zeit her? Ich habe keine Ahnung, ich habe den gerade echt nicht gesehen, komisch. Ich auch nicht. Ey, okay, ey, cool, wirklich, Nava ist neu und sie ist übelst nett, finde ich auch übelst nice. So, aber, mal jetzt mal unter uns, unter Freunden. Warum so. Fragst du mich sowas? Nein, gar nicht so, ich wollte nur fragen, so, wir sind ja Freunde und so, ja, man fragt die Freunde auch privat irgendwie etwas. So, und wie läuft's eigentlich mit dir und Mira? So. Boah, ich sag dir ehrlich, ich habe sie echt lange nicht mehr gesehen, was auch ein bisschen sehr, sehr schade ist. Aber ich denke, sie hat einfach viel zu tun und deshalb, ich respektiere das, weißt du? Ja, natürlich, ja. Okay, ey. Cool, ey, danke schon, Sue. Das wollte ich eigentlich schon fragen, so, weil, man, ich habe lange nichts mehr von dir gehört. Bei allem Respekt, deshalb hast du mich hergeholt, um Fragen. Ich meine, was bringt dir jetzt die Antworten, die ich dir gegeben habe? Ich dachte, wir kümmern uns um Shadow oder sonst was. Ja, alles. Aber alles gut, ich respektiere das, alles okay. Hör mal zu, wir haben lange nichts mehr. Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun gerade, ja? Ich muss wirklich die Insel retten. Mach's gut, Bro. Alles klar, Bro, okay, dann, ciao. Also. War das nicht... So, jetzt mal ganz ehrlich, meine Damen und Herren. Jetzt mal wirklich jetzt...
wirklich jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht etwas komisch, wie Sue ein bisschen geantwortet hat und auf einmal regnet es? Was ist hier los? Hä? Also, was ich sagen wollte, ist es irgendwie nicht komisch, was zurzeit halt eigentlich auch Sue so antwortet und auch ein bisschen von meinen Fragen weggekommen sind. Weggekommen ist. Irgendwie, ja, ich habe keine Ahnung so, Leute. Ich habe ja Sue nur gefragt so und manchmal kommen so die Sachen etwas komisch rüber. Aber als erstes würde ich erstmal nur nach Nava fragen, wie er von, also wie sie von Sue hält. Ja. Erstmal muss ich gucken, ob ich irgendwie Nava finde oder so. Ist sie hier? Oh, die ist sogar online. Nava, wo bist du? Wenn ich, muss dich mal was fragen. Bei meinem Haus. Oh, wenn ich wüsste, wo das ist. Wo ist das? Ist bei Tobi. Ach so. Okay. Oh, Leute, ich habe keine... Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gehört? Habt ihr das gerade gehört? Einfach ein Siegelwort da geöffnet. Oh, Leute, was ist das? Was geht hier los irgendwie? Geht die Hölle hier gerade auf oder was? Was ist denn hier los? Okay, sie ist gerade bei Tobis Haus. Ich habe gerade keine Frage, Mann, aber ob sie welche Raketen hat. Bei Tobi sein Haus. Hier ist Tobi. Ist das... Hallo? Hallo? Warum hast du gerade gelacht? Ist meine Visage so lustig? Findest du mich so hässlich? Ja, okay, nein, war ein Spaß. Entschuldigung. Alles gut. Hey, Nava, alles gut bei dir? Wie geht's dir? Junge, was geht hier ab? Ja, es gewittert. Echt heftig. Kann ich in mein Haus rein? Ja, geh mich rein. Ich komme gleich mit rein. Nee, irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie ziehe ich Creepers an. Egal, bitte lass einfach reingehen. Naja, okay. Ja, auf jeden Fall. Hi, Pista, wie geht's? Hi, Nava, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's... Ja, mir geht es ganz gut. Das freut mich, dass es dir gut geht. Also, warte mal, irgendwie bin ich gerade verwirrt so. Ja, ich auch. Nava, ich habe gehört, du hast Sue getroffen. Also ein richtig guter Freund von mir. Wirklich ein sehr, sehr guter Freund von mir. Wie ist deine erste Meinung zu ihm? Ich finde ihn eigentlich ganz nett, ja. Also, finde alle sehr sympathisch hier und sehr nett. Ganz nett? Also... Ja. Okay, alles gut. Cool. Das war's? So, hast du irgendwie nichts gemacht mit ihm zusammen, oder? Also, was heißt, ob ich was mit ihm zusammen gemacht habe? Geredet oder so. Ihr habt miteinander geredet, oder? Ja, geredet haben wir sicherlich miteinander. Klar. Ja. Cool, okay. Also, eine Frage. Hast du irgendwie vor, mit ihm halt mehr was zu machen, weißt du? So, mehr mit ihm zu unternehmen, oder? Nein, ich meine nur so, weil du bist ja von der Drachenmutter hergekommen, ne? Und er ist der Drachenwächter. Ja. Deswegen meinte ich ja. Meinst du, ich bin verwirrt. Also, ja. Rede ich etwa Spanisch oder so? Nein, du redest nicht Spanisch. Nein, mach es nicht. Nein. Also, was ich sagen wollte. Du bist ja von der Drachenmutter hergekommen. So, das habe ich dein Video habe ich gesehen. Und ich wollte halt nur, so, der ist ja Drachenwächter und, keine Ahnung, ihr verbringt ja bestimmt mehr Zeit miteinander, oder? Nee, nicht wirklich. Also, ich meine, wir haben uns zwar ein paar Mal gesehen und so, und ich fand ihn ja ganz nett und so weiter, aber, jetzt mehr ist da nicht eigentlich. Ey, ich meine ja nicht so, aber ich glaube, du verstehst mich einfach nur falsch, aber alles super, ey, cool, freut mich, so, und hey, hoffentlich geht's dir noch weiterhin super gut, was machst du gerade noch? Nichts, ich baue hier nur gerade ein bisschen fertig und, und du so? Ja, ich habe gerade mit Zübchen geredet, so. Das war's. Also, ich habe sie getroffen, habe ich mit ihm gequatscht. Okay. Und was hat er so gesagt? Warum interessiert dich das? Nee, musst du mir nicht sagen. Alles gut, ich bin nur ein bisschen neugierig. Also, ja, alles gut, das war... Nur, also privates Zeug, was ich miteinander geredet habe, aber... Privates Zeug. Ja, okay. Pass auf, bitte, die... Jo! Oh mein Gott. Pass auf, der explodiert hat. Oh mein Gott. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen ein paar Fenster hier reinmachen. Nee, irgendwie habe ich das Gefühl, Creepers ziehe ich heute an. Okay, wieso das denn? Einfach stand schon meint, ich wäre hässlich. Oh, das ist nicht nett. Ja, man kennt ihn auch so. Ja, also. Ja. Naja. Willst du nichts was anderes sagen? Sag vielleicht, dass ich gut aussehe oder so? Weißt du was, Laber? Alles gut. Nee, wirklich vielen lieben Dank.
Ja, was bist du denn jetzt so sauer? Alles gut. Na, ich bin nicht sauer. Ich bin gar nicht sauer. Ja, ja, okay. Nur wollte ich... Was ist denn hier los? So, aber okay. Nee, also ich kann es dir leider nicht erzählen, was Sue gesagt hat, weil... Ich war ein bisschen privat gewesen, weißt du? Ja, weißt ja, okay, ja. Wenn du es mir nicht erzählen willst, ich bin auch nicht sauer oder so. Passt schon. Dann... Okay. Musst du mir ja nicht sagen. Okay. Hinter dir ist mal wieder ein Creeper. Okay, man sieht sich, man riecht sich, keine Ahnung, man sieht sich. Okay. Also, meine Damen und Herren, irgendwie, jetzt war mal wirklich jetzt nicht böse gemeint, meine Damen und Herren, aber ist es nicht etwas komisch, so, dass das Gefühl ist, ne, schreibt einfach unten in die Kommentare, was ihr davon denkt, Leute. Ich habe einfach euch nur gesagt, dass es für mich etwas komisch ist und ich möchte halt nicht, dass Sue irgendwas macht, so. Und ich habe gehört, dass er mit Mira irgendwie mehr was macht und ich will halt nicht, dass Sue irgendwie Mira oder so irgendwie verletzt oder so fremdgeht, weil Mira, auch wenn Mira manchmal komisch ist oder so, viele sagen, sie ist keine KI. Sie ist aber natürlich, wenn sie keine KI ist, hat sie Gefühle und ich finde, dass ihre Gefühle verletzt wird oder so. So, weil, ihr kennt es selber, meine Gefühle wurden ja selber verletzt von Mooney und ich will das nicht, dass es einfach Mira auch passiert, so wie bei mir. Also, meine Damen und Herren, was ihr unten schreibt oder so, würde mich sehr interessieren, was ihr davon auch hält. Wir sehen uns dann im nächsten Video, nächsten Livestream, ne? Lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo, da würde mich sehr freuen und vergisst niemals die Glocke zu aktivieren. Und wenn ihr schon mal das Gefühl habt, euer Herz ist gebrochen wegen einer anderen Person oder so, dann lasst doch gerne ein Like da. Und man sieht sich im nächsten Video. Haut rein, euer Pichter. Und ciao.